Hallo meine Lieben zu einer neuen Rezension. Heute geht es um ein Buch, welches ihr hier oben lesen könnt, Lisa Schröder in Liebe Brooklyn. Dieses Buch ist im Löwe Verlag erschienen, hat 426 Seiten und kostet 13,95 €. Ja, zu diesem Buch bin ich gekommen durch die liebe Johanna, die Recycle Our Books. Den Kanal werde ich euch in die Infobox verlinken, solltet ihr euch mal anschauen und auch abonnieren, ist eine ganz liebe. Und ja, und sie hat mir dieses Buch geschenkt. Ihr selber hat es anscheinend nicht sehr gut gefallen und sie hat es mir dann quasi weitergegeben. Und ja, ich habe angefangen und habe so keine wirklichen Erwartungen an das Buch gehabt. Ich habe es damals bei Kossi schon mal gesehen. Es ist dann auch auf meine nicht vorhandene Wunschliste gewandert und habe es dann aber ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren und nicht mehr dran gedacht. Und jetzt habe ich es gelesen. Ja, um was geht es? In diesem Buch geht es um Brooklyn und um Nico. Brooklyn hat ihre große Liebe Luca verloren bei einem Autounfall und Nico seinen Bruder und besten Freund. Und dieses Buch erzählt im Prinzip die Geschichte, wie Brooklyn und Nico diesen Verlust verarbeiten. Also im Prinzip ist es ein lyrisches Werk. Nein, Quatsch, doch. Naja, halt so. Es ist halt nicht eine fortlaufende Geschichte im Prinzip, sondern es ist mit Gedichten und ja, halt einfach, hier könnt ihr das gut erkennen, immer halt so, das ist so ähnlich wie Crank. Das habe ich euch ja vorgestellt, ich werde euch den Link hier mal irgendwo verlinken. Das ist halt einfach mehr so in Gedichtform oder in immer kurzen Kapiteln. Also es ist halt keine ganze Geschichte, aber es ist im Prinzip so, dass halt einfach trotzdem die Geschichte von Brooklyn und Nico erzählt wird, in Form, also aus deren Sicht quasi. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Viel kann ich darüber inhaltlich nicht erzählen, das müsst ihr selber rausfinden. Aber es geht halt wirklich um die Verarbeitung des Todes von Luca und auch, wie sie wieder zurück ins Leben finden nach diesem herben Verlust. Ich muss sagen, dieses Buch hat mich überrascht, wahnsinnig überrascht. Ich habe wirklich oft Tränen in den Augen gehabt, weil es einfach wahnsinnig schön ist. Man merkt selber ganz schnell, wie wichtig es ist, gerade wenn man auch einen Partner hat, wie schnell man diesen verlieren kann. Man merkt es hier einfach. Man ist so mittendrin in dieser Geschichte, dass man so richtig mitfühlen kann mit Nico und Brooklyn. Und ja, man sieht einfach oder man merkt in diesem Buch einfach, wie schnell etwas vergänglich sein kann. Und ja, das lässt einfach einen nochmal in ganz andere Sichtweisen eintauchen und auch nochmal selber drüber nachdenken, wie man sich mit seinem Partner oder mit seiner besten Freundin, das ist ja nicht nur der Lebenspartner, sondern auch die beste Freundin oder wer auch immer, man denkt einfach nochmal drüber nach, wie man mit den Leuten umgeht, die man liebt. Und wie schnell alles vorbei sein kann. Und das Buch war sehr aufrüttelnd und sehr erschütternd teilweise, weil es wirklich sehr, sehr traurig war. Aber andererseits macht es auch Mut, nach einem Verlust wieder ja, durchzustarten im Leben quasi, sein Leben nochmal neu in die Hände zu nehmen. Und das hat mich dieses Buch definitiv gelehrt. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich wirklich noch nie einen lieben Menschen verlieren musste. Da bin ich auch sehr froh drum. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Aber dieses Buch hat mir trotz alledem geholfen und auch Freunde oder Bekannte, die vielleicht jemanden verloren haben, da auch in der Trauer vielleicht besser verstehen zu können. Ist aber auch genauso gut oder genauso schön, den Weg von Brooklyn und Nico zu sehen, den sie stetig bergauf gehen. Das hat mir sehr gut gefallen, weil einfach sie zusammen diesen Weg langsam wieder ins Leben zurückkommen und das fand ich einfach sehr, sehr schön und hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich bin froh, dieses Buch von Johanna geschenkt bekommen zu haben, da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut und das hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es ist, wie ihr auch sehen könnt, von der Aufmachung her wunderschön. Es ist sehr klein. Es ist sehr, sehr klein. Ich versuche euch mal ein normales Taschenbuch entgegenzuhalten oder daneben zu halten. Also wie ihr sehen könnt, es ist sehr, sehr klein, sehr, sehr dünn eigentlich. Die Besonderheit liegt hier dann eigentlich im Prinzip darin, dass die Buchseiten sehr, sehr, sehr dünn sind. Also man kann dann wirklich die Hand auf der anderen Seite erkennen. Sind sehr, sehr dünne Seiten. Es ist sehr schön aufgemacht. Also hier ist immer diese Bordüre oben drüber quasi. Und auch der Buchdeckel
und auch die Rückseite sehr schön gemacht. Dieses Grün hier schimmert so ganz leicht, also richtig schön gemacht. Und wie gesagt, ein Lesebändchen hat es auch. Das fand ich nochmal sehr, sehr toll, weil gerade ich bin ja immer so ein Freund von Lesebändchen. Und mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Und es ist auch ein Buch, was mich sicher noch länger begleiten wird und was mich nicht so schnell loslassen wird. Ich habe ja in meinem letzten Video gefragt, ob ihr eine Rezension dazu haben wollt. Ich habe ein paar Ja's bekommen, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, eine Rezension darüber zu drehen oder eine Buchvorstellung. Und jetzt hoffe ich einfach, dass ich euch damit eine Freude machen konnte. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, könnt ihr sie mir gerne in den Kommentaren stellen. Aber ansonsten ist es einfach schwierig, dieses Buch zu rezensieren, weil es einfach so viel mehr mit Gefühl arbeitet als mit großen Worten. Und deswegen ist es einfach schwer zu rezensieren, aber ich wollte es euch einfach nur kurz vorstellen. Es ist eine Empfehlung, ich empfehle es wirklich jedem. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt einfach einen wunderschönen Tag und bis die Tage. Tschüss!